Am liebsten würde ich sagen, hurra, 1. April. Aber wir beginnen ganz langsam. Ich wünsche dir einen wunderschönen 1. April und es gibt tatsächlich in diesem Monat drei Stationen, die dich jetzt heute schon am 1. April glücklich machen dürfen. Das ist der 15. April, das ist ein großes, sie sagen kosmisches Ereignis. Hier wird ein sogenannter Shift geschehen. Das bedeutet immer ein kosmisches Geflüster, ein kosmisches Geflüster. Heißt immer, du gehst in eine neue Bewusstseinsebene. Und somit sind die ersten Tage bis zum 4. April ein wenig lästig, weil du noch die alten Energie loslassen musst und speziell in der Nacht dürfte es ziemlich intensiv werkeln. Wir haben immer noch bis morgen die Nachwehen einer Sonneneruption. Aber was jetzt wichtig ist, ist, dass wir im April uns neu kennenlernen. Drei Termine: 15. April, 21. April und 29. April. Das sind drei große Ereignisse. Bespreche ich nach und nach. Wichtig ist, dass wir uns in diesem April neu kennenlernen dürfen. Für dieses durfte ich vor kurzer Zeit etwas bestellen, wo ich aber nicht wusste, warum ich es bestellen sollte. Es passiert bei mir immer wieder. Aber ich habe gelernt, hier zu vertrauen und ich freue mich jetzt und ich benutze jetzt wieder mein Lieblingswort, unplugged, weil ich gar nicht weiß, was ich damit zu tun habe, es dir in die Hände legen zu dürfen. Wenn du dich selbst noch nicht richtig magst, wenn du dich selbst noch nicht richtig finden kannst, dann gebe ich dir nun am 1. April die Möglichkeit, mit mir zusammen eine Entdeckungsreise zu machen. Hier brauche ich, wie immer, dein Okay. Dein Okay. Denn das, was ich jetzt mit dir, mit mir, mit uns vorhabe, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Hier habe ich, ich zeige es dir, ein Baby. Einfach ein Baby. Dieses Baby steht, sofern du mir das Okay gibst, für dich. Und dieses Baby darf nun, nur wenn du mir das Okay gibst, nur dann, für genau 5 Tage unter die Erde, aber nur so weit. Das heißt, Köpfchen bleibt oben. Und vor vielen Jahren hieß es bei mir einmal, es gibt die besten Befreiungsmöglichkeiten. Für dieses müsste man den Menschen in die Erde vergraben, nur der Kopf ist heraus. Aber hier würden so viele Symptome hervorkommen, wenn man dieses direkt am Körper macht und da habe ich ganz klar gesagt, okay, so weit bin ich noch nicht. Dieses möchte ich nicht mit den Menschen machen. Und auch zu gutem Recht wäre ich irgendwo in einem Urwald, hätte ich vielleicht andere Möglichkeiten, aber nicht hier. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, dieses Püppchen, dieses Baby. Und dieses Baby, wenn du mir jetzt das Okay gibst, kommt nun eben diese 5 Tage unter die Erde. Ganz wichtig, Kopf bleibt draußen. Das Atmen bleibt frei. Und nach dem 5. Tag nehme ich es heraus, das Baby, wasche es, werde es einölen und dann lege ich es noch für 3 Tage in Salz. Somit haben wir insgesamt 8 Tage. 8 Tage reines Bewusstsein, 8 Tage komplette Bereinigung. Und du bist mit dabei. Du brauchst hier nicht mir per Mail zu schreiben oder WhatsApp, sondern du sagst jetzt in diesem Video, Magda, da bin ich dabei. Das reicht schon. Es gibt ja dieses geistige Team, das ja uns korrespondiert. Das heißt, sie sehen, ob du dabei sein möchtest oder eben nicht. Was passiert nun genau? Und hier gebe ich ein Channeling weiter. Liebe Menschen, die ihr diesem Medium vertraut, hier haben wir eine ganz wichtige Hilfestellung für jene, die einfach glauben, sie kommen nicht aus ihren eigenen Mistakes heraus. So geben wir bekannt, dass wir diese Form der Reinigung globalerseits für dich nutzen dürfen, damit du in Leichtigkeit die Lebendigkeit des Aprils annehmen kannst. Erwachen wird nun ab dem 15. April großgeschrieben. Es ist der Monat der Kommunikation, es ist der Monat der freien Kommunikation. Lerne zu hören, lerne zu sehen, lerne auszusprechen. Beleidige niemanden, hintergehe niemanden, bleibe immer ehrlich und du wirst gefördert. Diese sind die drei wichtigsten Punkte. Lerne in dir
hoheitsvoll veranlagt zu sein. Das sind schon Meisterschaften. Das heißt, du kritisierst nicht, du bemängelst nicht, du bist frei in deinen Gedanken, du bist in deinem Flow. Das ist, sie sagen, noch überlebenswichtig so ab 2027. Aber wir haben noch genug Zeit, dieses Miteinander zu lernen. Ich freue mich, wenn du mir weiterhin vertraust und ich gebe dir sehr gerne nun diese Hilfestellung und ich warte heute noch bis 14 Uhr. Genau 14 Uhr wird dieses Püppchen in die Erde gesteckt. Noch einmal, nur der Kopf, der bleibt draußen. Und das, was sich dann innerhalb der nächsten 5 Tage bewegt, ist ein großer, sie sagen, Support, ein großes Aufwachen von dir. Werde du, sei du, interessant, Geminidite in deinen Worten, Geminidite in deinen Gefühlen, Geminidite in deinen Gedanken. Großes Erwachen. Freue dich auf alles, was jetzt in diesem April geschieht. Kommunikation auf allen Ebenen geschieht in diesem Monat. Ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen erleben. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist. Danke dir.